Hallo liebe Zuschauer und herzlichen Willkommen. Heute machen wir einen Bohnensalat, wie die Omas früher gemacht haben. Und dazu brauchen wir Bohnen, grüne Buschbohnen nennt sich das. Und ich habe mal 500 Gramm Bohnen gekauft und dazu habe ich mal von unserem Garten ungefähr 150 Gramm Bohnen dazu gegeben. Und der Gartenbohnen sieht so aus, bisschen hellgrün und bisschen dickerer, und der gekauften ist es dunkelgrün und bisschen dünner. Und das habe ich gut gewaschen und jetzt schneiden wir den Enden ab, zwei Enden. Und ich koche den Bohnen erstmal ganz und später können wir halbieren, mundgerecht machen. Aber ich mag das nicht, dass es geöffnet ist, dann kann er die ganzen Mineralien und Vitamine in dem Wasser raus. Und ich mache auch meine Kartoffeln mit Schalen, koche ich auch, und danach stampfe ich, und das finde ich einfach besser, dass man besser die Mineral und Vitamine raus bekommen kann. So, dazu brauchen wir noch mal ein Zwiebel. Hier habe ich eine Lilanzwiebel entschieden und dann Bohnenkraut. Bohnenkraut brauchen wir zum Kochen. Oder könnt ihr auch einen Salat reinmachen, ein bisschen zupfen und reinmachen. Aber zum Kochen brauchen wir den Geschmack zu kriegen, den brauchen wir Bohnenkraut. Und dann ein bisschen Öl. Den Öl habe ich von einer Olivenöl mit Basilikum heute entschieden. Und ein bisschen Zucker. Und Zucker verwende ich immer Braunzucker, keinen weißen Zucker mehr. Und ein bisschen Salz, das ist der Himalaya-Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Und Essig. Essig könnt ihr verwenden, was ihr habt. Ich habe es mal die 25%. Wenn ihr wollt, ein bisschen scharfes mag, dann könnt ihr, ich habe es mir hier ein Apfelessig mit Chili und Kurkuma und Knoblauch und alles Mögliche, die scharfe, die entzündungshemmend ist und das auch die natürliche Antibiotika genannt. Das Rezept kann ich euch zeigen. Davon könnt ihr auch ein bisschen reinmachen. Wenn ihr nicht scharfes mögt, dann braucht ihr nicht. Dann ganz normalen Essig. 2 bis 3 Esslöffel. So, kochen wir erstmal den Bohnen. 8 bis 10 Minuten. Das muss nicht so weich sein. Bisschen bissfest. Und das finde ich besser, wenn zu weich ist, dass es schmeckt nicht so. So, ich habe nur die Bohnen in den Topf reingemacht und den Enden abgeschnitten. Und wenn ihr ein bisschen schnellerer bearbeiten möchtet, ein paar stellt man hin. Dann könnt ihr Enden, zwei Enden so abschneiden. Dann habt ihr unseren Gartenbohnen, habe ich mal schon vorbereitet. Die Bohnen sind jetzt fertig geschnitten. Jetzt machen wir Wasser rein. Auch ich verwende immer gefiltertes Wasser. Wenn ihr wissen wollt, welche Filtergerät, das ist der Lotus Filter. Und das finde ich ganz gut. Und auch damit kann man auch Geld sparen. Muss man den Klass Stillwasser nicht mehr kaufen. Und ich trinke auch das. Und zum Kochen nehme ich auch. Und dann kommt der Bohnenkraut da, 2 oder 3 Stiele rein. Ich nehme so, ich gehe mal kurz abspülen. Oh, riecht echt gut. Der Kraut gibt es richtig toller Geschmack. Und das gekocht ist, das Wasser braucht ihr nicht wegschütten oder wegmachen. Und das könnt ihr in einen Topf oder in Suppen nehmen. Das gibt es ja auch tollen Geschmack. So, jetzt die Zeit, der Bohnen kocht, machen wir den Zwiebeln, hacken, und ich benutze hier meine Töpfe, da hacke ich alle möglichen Nüssen und auch Kräuter und Salz. Und hier mache ich ein bisschen Knoblauch, eine Knoblauchzehe rein.
Der Knoblauch roh essen, es ist ganz gesund und kann ja auch sogar viele Krankheiten vorbeugen. Aber wer keinen Knoblauch mag, das kann er sein lassen. So, kommt der Knoblauch und meine Zwiebel rein. Mein Sohn hilft immer gerne. Ich? So, die Zwiebeln sind fertig. So, mein Sohn hat es mir ganz fleißig geholfen, den Zwiebel zu hacken. Ja? Ich muss den hier rein. Mutter, mit das Essen, Mathe? Ja, mit das Essen, Mathe? Ja. Ja! Jetzt kommt das der Öl. Öl könnt ihr entscheiden, wie viel ihr wollt. 2 bis 3 Esslöffel. Oder wenn ihr noch mehr mögt, 5 Löffel könnt ihr reinmachen. Ich mache 3 Esslöffel rein. Es geht um Geschmack und dass man den Mineralien kriegen kann. So, dann kommt jetzt ein bisschen Zucker. Zucker mache ich ganz wenig rein, wegen Geschmack. Zucker mache ich diese nicht zu vollen Esslöffel. Das geht dann nur für Geschmack. Gegen auch Verdauung. So, dann, ich hätte gerne diese Apfelessig genommen, aber man mag nicht so scharfes, deshalb mache ich den weißen Essig rein, ganz normal. Aber hier mache ich ganz wenig rein, nur 1,5. Und wenn ihr den Bohnensalat über Nacht ziehen lässt, das schmeckt noch besser. Und wir essen heute die Hälfte und die Hälfte könnt ihr morgen als Beilage nehmen oder einfach so essen. Und das ist der Bohnensalat, ist immer lecker und geht schnell. Und auch, das ist auch veganer Art. Die Veganer können auch essen. Das finde ich ganz leckeres Salat. Und auch blitzschnell. Und später kommt das Salz und Pfeffer rein, wenn die Bohnen fertig sind. Jetzt sind die Bohnen fertig und ich mag das so, wenn noch heiß ist, dann zieht sie Aroma ganz schnell ein. Und dadurch ziehe ich Handschuhe an und dann schneide ich die klein mundgerecht und mache ich in den Schüssel rein. Das geht ratzfatz. Ja, der Bohnenkraut. So geht das. Ich habe mal den Bohnen gekostet. Das ist richtig schön gut bissfest. Schmeckt sehr gut. So, die Bohnen sind ja klein geschnitten. Sieht gut aus. Jetzt salzen wir ein bisschen. Und das ist der Steinsalz, deshalb ist es nicht so scharf, braucht man ganz wenig. So ein bisschen Pfeffer rein, sieht, riecht sehr gut. Wenn ihr ein bisschen Scharfes reinmacht, dann probiert ihr mit diesem Apfelessig. Das wird es euch auch gut schmecken. Wirklich lecker. Und wenn ihr das eine Nacht ziehen lässt, dann ist es auch sehr gut. Dann schmeckt noch kräftig. Sieht ihr, wirklich, sieht wirklich toll aus. So, jetzt zudecken und ein bisschen Kühlschrank kalt stellen, dann könnt ihr verzehren. Oder nächsten Tag könnt ihr auch essen, wenn ihr noch herzhafter haben möchtet. Ich hoffe, dass Video hat euch gefallen. Wenn ihr gefallen habt, abonniert mich und könnt ihr weitere Videos bekommen, wenn ihr den Glöckchen drückt und
lasst euch Kommentare, auch ihre Ideen und Rezepte, dann würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!